Die Landesregierung hat sich wieder mit dem Bibliothekenzentrum in Bozen befasst. In einem Abkommen mit der Stadt ist vereinbart worden, eine einzige Struktur ohne Barrieren zwischen den Sprachgruppen zu errichten. Wir haben heute längere Zeit mit dem Bürgermeister und Vizebürgermeister geredet über die Landesbibliothek, Gemeindebibliothek, das heißt über das Bibliothekszentrum in Bozen. Wir möchten mit den Arbeiten noch heuer beginnen und deswegen müssen wir die einzelnen noch offenen Fragen klären. Tatsache ist, dass wir, was das Eigentum anbelangt, bereit wären, der Gemeinde die Longan-Schule zu übertragen und die Gemeinde dann ihrerseits würde dem Land das Recht geben, dass wir auf diesem Grund das Bibliothekszentrum bauen können und die Gemeinde würde als Gegenleistung ca. 35% der Fläche innerhalb des Zentrums bekommen. Trotz Wirtschaftskrise bleibt die Sicherheit auf Südtirolstraßen ein Schwerpunkt der Landesregierung. Alle in Angriff genommenen Projekte werden zu Ende geführt. Wir möchten heuer für Straßenbauten 83 Millionen bereitstellen. Davon allerdings brauchen wir 69 Millionen, um die bereits begonnenen Arbeiten fertigzustellen. So zum Beispiel die Umfahrung von Meran, die Umfahrung von Leifers, die Umfahrung von Auer, aber auch was Sarental anbelangt und auch was Völs anbelangt. Wir müssten die Arbeiten weiterführen, somit bleiben und dann möchten wir vor allem auch die Umfahrung von Findl ausschreiben. Somit bleiben uns noch ca. 15 Millionen und die werden wir nächsten Montag aufteilen, denn mit 15 Millionen kann man nicht viel Arbeiten neu beginnen, das können Sie sich vorstellen, aber wir werden einige Teilstücke von bestehenden Straßen machen, Verbesserungen machen, die wir auch mit diesem Geld durchführen können. Die Landesregierung hat beschlossen, 18 Millionen Euro in Krankenhausausbauten zu investieren. Wichtige Arbeiten werden die Spitäler von Bozen, Sterzing und Schlanders betreffen.